Na also. Wie komme ich jetzt zum Turm rüber? Ich da hochkommen. Ich dachte, mit der Lanze wollte Silence mir helfen. Er hat mich wohl ausgetrickst. Sie hat etwas über den Turm übertragen. Hat er alles gerettet? Warum sollte er? Wenn ich rausfinde, wohin es geschickt hat, werde ich ihn finden. Ich hoffe, der Übertragungsknoten oben sagt's mir. Sieht nicht so aus, als könnte ich hier hochklettern. Oh, da ist ein Spalt in der Platte. Ob ich von innen da hochkomme? Ein Aufzug? Mal sehen. Zugangslift aktiviert. Mein Glückstag. Wartungskonfiguration wird eingeschaltet. Was kann sie denn öffnen sich? Wie kann sie sich das wohl erklären? Aloy, du hast meine List also endlich aufgedeckt. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Du hast mit der Lanze alles gestohlen. Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig? Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Das geheimnisvolle Signal, das ihn weckte zum Beispiel. Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nach denen du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest, wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Aloy. Der Unterschied ist, ich bin vorangekommen. Also wenn deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Oh ja, ich werde kommen. Ja. Tja. Mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. Ich sollte Val und Marat sagen, was ich gefunden habe. Du bist reingegangen, veränderte sich. Fast wie am Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Nur wenige werden die Veränderung gesehen haben. Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist im verbotenen Westen.
und ich muss ihr folgen. Ah ja, das könnte schwierig werden. Der Westen heißt nicht umsonst verboten. Ein stammwilder Krieger kontrolliert den Großteil, die Tenakt. Und sie lassen niemanden über die Grenze. Gleichwohl konnte Sonnenkönig Awad einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen. In ein, zwei Tagen. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren. Statt dich zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, das fehlte noch. Mehr Mörder. Ah, der Sonnenkönig. Aloy, schön, dich zu sehen. Du warst so schnell weg. Wir hatten nie Gelegenheit, uns zu bedanken. Zeigen wir der Streiterin jetzt den Speer, bitte? Itamen, sei still. Es stimmt, wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Aber ich dachte, dir ist es etwas zwangloser lieber. Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Ulfid, Vanasha. Schnell, geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Wirklich? Muss das sein? Setz es auf. Es ist wunderschön. Im Namen aller Einwohner des Sonnenreichs sollen diese Gaben unsere ewige Dankbarkeit zeigen. Vielleicht möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. Ich muss die Master-Überbrückung an meinem neuen Speer befestigen. Hier muss doch irgendwo eine Werkbank sein. Eine Werkbank. Da bist du ja! Okay. Master-Überbrückung installiert. Und was Neues, um Energie zu speichern und freizusetzen, ein Resonator. Hilft sicher im Kampf. Thank you.
einzige Transportmöglichkeit ist Straßen? Versorgungslinie? Ich hatte so große Hoffnungen. Der Kampf hat hier wirklich alles verwüstet. Wie meinst du? Ich hasse jede Sekunde dieser Unternehmung. Sieht hier ein Denkmal aus. Den Gefallenen in der Schlacht der Flamme zu ehren. Viele mutige Menschen haben diesen Ort gegen Hades verteidigt. Maschinenkadaver. Überreste von der Schlacht der Flamme. Ich habe dich in Aktion gesehen, Ritterin. Es ist eine Ehre. Wir wurden fast überrannt von den Maschinen, die Hades kontrolliert. Aber wir setzten uns durch. Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen, Retterin. Nora sieht man nicht alle Tage.